Oh. Kannst du erstmal das komische. Ach, nee, Quatsch. Nee, genau. Sagen, hol dir mal den Pilz. Ich glaube, vielleicht. Dann darfst du gleich den Hammer einfach machen. Wenn ich denn das Level überhaupt schaffe. Wirst du schon schaffen. Du spielst ja nicht so schlecht wie ich. Bam! Da gibt's noch eine Feder. Warum nicht? Also mein Ziel ist es, ein Continue zu verhalten. Und sowas auch. Ah, das hast du jetzt aber. Ja, das ist blöd hier. In dem Teil sind nämlich die, die Pilze, die nach links oder rechts, genauso wie die Sterne. Und nicht wie in anderen Teilen, wo man das ausrechnen konnte. Der geht jetzt nach rechts weg. Ausrechnen. So mit so einem Graphen oder so. Ja, wo man es wusste halt. Kalkuliert. Ich wollte da gerade anlaufen, nehmen und rüberspringen. Das wäre keine gute Idee gewesen, habe ich nicht gut gesehen. Oh. Ich habe eben gedacht, du fährst runter. Ich auch. Ja, klappe! Ich wollte der Schildkröte ausweichen. Ist mir auch gelungen. Ja. Sage nichts gegen mich, das war perfekt. Das war genau wie du wolltest. Dann ist das Pilz, weiß ich gleich für mich. Das finde ich ja toll. Super. Wir sollten nämlich jetzt drauf. Und ich, ja, das wird so passieren. Ne, obwohl. Naja, du, sag mal, wie oft spreche ich da eigentlich da neben? Richtig. Das so. War jetzt noch die einfache Variante, es gibt noch eine schwerere. Okay. Ich darüber. Da gibt es nämlich zwei von diesen Steinebenen und dann gibt es auch zwei Hammerwerfer. Die sind ein bisschen interessanter. Ja. Weil schnell genug ist, kann man den ersten auch. Vielleicht am Anfang klären, ja. Hier ist wieder das Pilzhäuschen für mich. Ja, für mich. So, gerade eben habe ich die letzte genommen. Nehmen wir gleich die erste. Und noch ein Blatt. Du hast uns richtig gesagt. Ich bin so stolz auf dich. Nur für dich, nur für dich. So, dann gehe ich jetzt direkt mal in das schreiende Schloss. Help, 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 sagt es. So. Er erzählt uns jetzt an vom Pferd, beziehungsweise von der Schlange. Das war ein Schenkelknochen. Also, der König ist verwandelt worden. Von wem auch immer. Und, und wir müssen jetzt den magischen Stab finden. Genau, damit er wieder zurückverwandelt wird. Richtig. Und die letzten Schlösser sehen halt so aus wie ein Luftschiff. Das ist eigentlich immer ein Luftschiff, genau. Man geht jetzt in das Schloss rein. Der König oder die Königin, was auch immer, ist dann immer verwandelt in irgendein Tier. Und man muss dann immer diese Luftschiffe machen. Und am Ende des Luftschiffs erwartet uns dann der Boss. Ja, die Bosse sind aber nicht ganz so der jeweiligen Welt, ja. Ich meine sogar, dass man da oben lang gehen konnte. Glaube ich auch. Ich mache das jetzt mal nicht, um ein bisschen was vom Level zu zeigen. Wenn ich nicht so verflucht unfähig wäre. Geht ja noch. Ja, sah cool aus, als ob es gewollt gewesen wäre. Klasse. Ja, die Kanonen sind natürlich auch wieder. Ja, die kennt man. Schön. Also, kennt man. Ja, genau. Musst du sehr genau in dem Moment schießen, wenn du ja, natürlich muss er das. Murphys Gesetz. Ja, und das war auch schon das erste Obwohl, dann. Obwohl, war das. Naja. Ja, genau, das ist. Und die Bosse macht man tot, wie jede andere Bosse auch. Man spricht ihn auf den Kopf. Man macht sich tot, ja. Schön. Deutsch. Ja, man tut ihm weh. Und er hat mir auch gerade weh getan. Gesehen. Das hast du gut gemacht. Wie sollte man da auch ausweichen? Warum springt er in dem Moment hoch? Oh, das ist er weggelaufen. Genau, das, wenn man das erste Mal nicht schafft, dann geht das Luftschiff nämlich woanders hin. Das fährt, meine ich. Luftschiffe fahren ja, meine ich, in der Luft. Okay. Oder war das Luftballon? Heißt Luftballon. Ja, ich glaube die auch. So. Die ja, schwimmen tun sie nicht. Schwimmen können sie ja nicht. Also, so ein bisschen. Sagt ja, der Nebel ist so dick, dass er nicht steigen kann. Das war ja einfach. Okay, ich sag ja nichts. Gehört so etwas. Also ihr seht vielleicht, wir sind beide nicht die besten Spieler. Oh! Wir waren auch noch nie. Wir werden es nie sein. Wir haben uns damit abgefunden. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, heißt es ja immer. Nein! Oh! Nein, du blöder Pilz! Das war das, ne? Der Pilz geht dann einfach mal irgendwo hin. Nur nicht da, wo er hin soll. Nämlich dann zu mir. Ich keine Lust da jetzt hinzugehen. Oh. Es wäre halt eben auch einfach wie wenn ich die Blume hätte. Ich hätte aus der Entfernung abknallen können. Ich meine, ich hatte doch auch noch. auch noch so ein. Irgendwas? Nein! also, der erste Boss ist härter als man denkt. Zumindest für uns.
unfähig ist. Fuck. Eigentlich wollte ich Continue vermeiden. Ich kann es jetzt nicht mehr versprechen. Ich nehme mal jetzt einen Blatt mit. Also das ist schon ein bisschen peinlich, ganz ehrlich, dass man da beim ersten Wort zweimal stirbt. Also es wird besser. Hoffen wir es. Ja. Das ist, er sprach und rannte in die Kanonenkugel. Er sprang. Ich wollte mal demonstrieren, wie es mit dir. Hab ich ja schon gemacht. Ich auch davor. Das stimmt allerdings. Je mehr Anschauungsmaterial, desto mehr glaubt man uns. Ich werde doch genug sagen sollen, dass wir schlecht sind. Ja, man hat's gesehen. Mach ich das jetzt hier? Okay. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ich treffe äußerst gute Entscheidung. Das bezweifle ich. Ich erinnere mich da noch an die Sache mit den Alimenten. Das gehört dir nicht. Ja, man merkt, wir sind lustige Kameraden, wir erzählen, genau, ja, könnte man so sagen. Wir haben immer einen lustigen Flachwitz auf den Lippen. Der muss dann auch raus in dem Moment. Richtig. Sei ja noch so schlecht. Wir entschuldigen uns auch schon im Voraus dafür. Und ich hab's geschafft. Endlich. Ja, wunderbar. Und jetzt nehme ich den mit. Papa, jetzt bin ich der König. Blinkende Dildo. Da war schon wieder so einer. Es tut mir leid. Wir können es nicht unterdrücken. Es ist ein innerer Zwang. Ich habe mich schon immer gefragt, wie überlebt er den Sprung? Weil er fällt, das Luftschiff ist ja, guck mal, das ist schon, der Himmel ist dunkel. Das heißt, der muss ja schon irgendwo schon so annähernd da sein, wo die Atmosphäre aufhört und das All beginnt. Und er fällt da runter und er überlebt. Aber wie man sieht, die Schlange ist ja jetzt ein König geworden. Richtig. Und er bedankt sich natürlich bei uns auch, wie nett und war. Jetzt kriegen wir einen Brief von der Prinzessin. Richtig, und auch die Hebflügel. Das sind die Powerflügel, damit kann man nämlich die ganze Zeit dann fliegen. Richtig. Das, was man schon gesehen hatte mit dem Blatt. Nur jetzt halt mit den Flügeln. Kann man ganzes Level durchfliegen. Richtig. So, Welt 2. Und ich fange an, wieso fange ich an? Welt, das weiß ich nicht, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Jo.